So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde Arc Ultra Arena. So gut Leute, los geht's. Es gibt viele große Änderungen im Vergleich zur ersten, zu der Staffel davor, beziehungsweise zu dem Durchlauf davor. Werde ich alles jetzt gleich im Detail eingehen. Hier oben könnt ihr auch schon ein bisschen was lesen, was ich geändert habe. Aber erstmal will ich mich jetzt auf einen guten Start konzentrieren. So. Okay, Leute. So, was ich auf jeden Fall sehr, sehr krass geändert habe, ist, ich habe extrem die Beacons nochmal gepimpt. Also es lohnt sich jetzt richtig, derbe auf Beacons zu gehen. Noch viel mehr als das letzte Mal. Dann habe ich den Spielerschaden erhöht. Um ungefähr, ziemlich genau mal 5. Das heißt, ein Spieler macht jetzt 5 mal mehr Schaden. Wie sich das auswirkt und so wird man sehen. Es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass es auch mehr Sinn macht, auch mal mit der Waffe zu ballern und so weiter. Gerade dann mit der Tech Rifle etc. sollte man jetzt richtig böse Schaden raushauen. Auch gegen Eternal Dinos und so weiter. Und ich habe auch die Spielerresistenz erhöht. Ne? Das habe ich auch gemacht. Einfach um das ein bisschen auszugleichen, dass sozusagen der erhöhte Spielerschaden eher gegen die Eternal Dinos gerichtet ist und weniger gegen die Spieler selbst. So, ich bin gespannt heute, wie der Server läuft. Übrigens heute das erste Mal bei mir Arc mit neuer Grafikkarte. Mal gucken, wie es läuft, ne? Ich bin auch gespannt, wie der Server läuft und so. So, ey Leute, ja, ich bin irgendwie wieder echt mal wieder aufgeregt. Das kriege ich irgendwie jedes Mal wieder hin. So, wir haben schon wieder richtig gut XP gemacht. Machen wir erstmal Stamina auf 200. Dann wieder ein bisschen Food, ein bisschen Water. Raid auf mindestens 1900. Melee Damage machen wir auf 250. Dann machen wir mal noch Fortitude auf über 100, dass wir erstmal kein Leben mehr verlieren. Crafting Skill ungefähr 1000 und der Rest erstmal Movement Speed. So, alles klar. Ach ja, genau. Und jetzt ist auch die Mod draußen, der Encrum-Enlogger. Ich hoffe einfach, dass der Server jetzt nicht mehr abschmiert. Wir werden es sehen. Es ist immer alles noch eine große Testphase. Auf jeden Fall wird das heute alles sehr, sehr, sehr anders ablaufen als das letzte Mal, denke ich. Weil ich einfach sehr viel umgestellt habe wieder. Und ich hoffe, dass es zum Besseren ist. So, gut, Leute. Okay, jetzt geht's darum, erstmal möglichst schnell noch Parasuit und so zu bekommen. Und dann werde ich instant auf Beacons gehen. Good luck, have fun. Ich hoffe, dass da noch ein paar mehr Leute am Start sind. Ich kann das gerade nicht einsehen. Aktuell hat nur einer geschrieben, aber wahrscheinlich sind alle gerade dabei. Ach ja, genau, ne? Und der Hot Button ist endlich drin, ne? 118 Minuten. Noch Zeit, dann geht das Finale los. Jetzt muss ich überlegen. So, wir machen erstmal Bola. Bola. Ein Bogen. Dann hätte ich gerne Pfeile. So, und ich hätte gerne Parasuit. Das sind an sich immer die Sachen, die man einfach braucht. So, Parasuit. Machen wir erstmal, weiß ich nicht, so 30 Stück oder so. Dann machen wir mal 6, 7 Bögen. Dann machen wir mal irgendwie 12, 13 Bolas. Und das passt dann erstmal. So, okay. Ich mache mal noch ein bisschen Fortitude und noch ein bisschen Leben rein. So, an sich können wir jetzt nämlich schon losziehen und auf Beacons-Jagd gehen. Ey, wie gesagt, Beacons lohnt sich jetzt richtig dolle. Ich habe das so extra in die Anfangsnachricht reingeschrieben, dass das so ist. Nehmen wir ein bisschen ein paar Narcotics mit. So, okay, alles klar. Parasuit machen wir hier hin. Bola machen wir hier hin. Dann kann es an sich jetzt losgehen, Leute. So, Lan ist diesmal Spectator. Mal gucken, wie der Ablauf heute ist. So, da vorne ist der erste Biegen. Ey, ich muss echt runterkommen. Ich bin schon wieder irgendwie nervös, ey. Ich krieg das jedes Mal wieder hin, dass ich nervös bin am Anfang. Aber wir gucken mal. So, der kommt erst noch. Wir müssen irgendwo gucken. Da vorne ist auch noch einer. Gucken, ob der vielleicht schon unten ist. Der kommt erst eine Runde, oder? Ich kann das mal ganz schwer erkennen. Ja, der ist noch nicht unten auf jeden Fall. So, ich muss irgendwie an diesem Berg vorbei. Ach, ist der hier oben? Der ist da oben, Leute. Wow! Okay, das war glücklich gewesen. So, Leute. Bam. Erster Loot Crate, geiler Scheiß drinne. Genau so muss es sein. Und so habe ich es eingestellt. Und so soll es wirklich sein. So, ich habe sogar... Ja, ich habe noch ein bisschen was reingebaut in den Loot Pool von den Beacons. Dass sich das noch ein bisschen mehr lohnt. So, ich mache mal noch ein bisschen Movement Speed. Aber wir sammeln jetzt erstmal weiter Beacons. Davon ist auch einer. Ich glaube, dann nehmen wir den erstmal mit. Das sind wir vielleicht auch ein bisschen weiter weg von den anderen Leuten. Die Frage ist, wo schieße ich mich ran? Ich kann mich ins Wasser ballern und hoffen, dass ich nicht daran sterbe. Aber ich habe ja auch die Spielerresistenz erhöht, also der Fallschaden ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. Also wie hält es das Dreifache aus als Spieler? Ja, also das dürfte jetzt nicht mehr ganz so reinknallen, aber ich glaube, wenn man Mist baut, dann ist man trotzdem tot mit der Grappling Hook. Gerade am Anfang noch. So, ich muss jetzt hier irgendwie... Ich mache erstmal ins tiefe Wasser, glaube ich. So. Und jetzt müssen wir irgendwie...
So, hier kann man machen, Fallschirm ganz kurz loslassen, wieder zünden. Alles gut. So funktioniert das Neue. So kriegen wir das hin. So, und wir nehmen den nächsten coolen Scheiß mit. Wir haben leider bisher noch kein Glück. Wir haben noch kein, kein Tech-Zeug gefunden. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich relativ hoch, dass man da was findet. So, der nächste biegen, der nächste biegen, der nächste biegen. Oh nein, das ist hier so ein Kackvogel. Nicht, dass der mir jetzt mein Zeug klaut. Düdüdüdüm. Nee, es ist kein Kammerlocker mehr drauf. Ja, muss ich halt auch mal gucken, ne? Weil ich ändere wirklich immer sehr viel und so. Vielleicht muss ich doch mal ein Discord oder irgendwas einrichten, dass ich euch immer dann so Updates, Update-Notes geben kann und so weiter. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, gut, Leute. Erstmal das Zeug anziehen, was wir jetzt gelootet haben. Auf jeden Fall das Schild hätte ich gerne. Darts habe ich noch nicht dabei, oder? Darts habe ich keine gefunden. Ich habe nur die Longneck gefunden, leider. Ist das denn besser, die Chitin? Die hat Haltbarkeit 600. 300, ja, ist besser. So, der Helm dürfte auch besser sein, als was ich anhabe. Beinlinge. So, jetzt bräuchte man eigentlich nur Handschuhe und Schuhe erstmal. Dann hätten wir erstmal was, womit wir arbeiten könnten. Wir könnten versuchen, jetzt nochmal zu dem blauen Loot Crate zu gehen, falls er noch da ist. Kann auch sein, dass ein anderer Spieler den schon gelootet hat. Ah, da vorne sehe ich ihn noch. Probieren wir den erstmal mitzunehmen. Zieh dich ran! Wir brauchen unbedingt gute Schuhe, damit wir nicht mehr so viel Fallschaden bekommen. Ich versuche mich mal. Ja, das ist riskant. Loslassen. So. Ja, aber man sieht schon, ne? Also ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtiger und so. Aber wir kommen so ans Ziel. Compound Bow. Sehr, sehr nice. Compound Bow und Betäubungspfeile. Damit können wir dann richtig gut tamen gleich, Leute. Da hinten ist auch ein Loot Crate. Nehmen wir auch mit. Die Leute kommen jetzt alle langsam angetrudelt. Wir brauchen unbedingt Tech-Zeug, Leute. Ich brauche unbedingt Tech-Boots. Da würde ich mich viel, viel besser fühlen damit. So. Okay, loslassen. So geht das, Leute. So geht das, so geht das. Yo, Leute, Tech-Zeug, aber kein Element. Wir haben ja kein Element. Element kann man übrigens, ist die Map hat jetzt ein Update erhalten. Ganz ruhig erstmal. So. So. Compombo ausrüsten. Betäubungspfeile ausrüsten. So hier erstmal würde ich vorschlagen. So, wir müssen jetzt irgendwie an Element rankommen noch. Das heißt, ich werde jetzt noch ein paar Beacons farmen. Das Problem ist nämlich, man kommt nicht mehr an Element über die Map ran. Die haben das umgeändert. Letzten Durchgang haben wir das ja noch hinbekommen, ne? Da haben wir einfach so Kristalle abgebaut, solche milchigen Kristalle. Und da war dann Element gewesen. Da kriegt man jetzt nur noch Element Shards. Das wurde leider geupdatet, aber allgemein, die Map hat ein riesengroßes Update erhalten. Das sollte jetzt vielleicht auch deswegen alles ein bisschen besser laufen nochmal, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also die Map wurde nochmal Element sehr gut fast überarbeitet. So, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, was ich wollte am Anfang. Ich verpisse mich mal kurz irgendwo, wo kein Biegen war. Machen wir mal hier hoch, dass ich mal in Ruhe erstmal alles ausrüsten kann. Und dann würde ich versuchen, wahrscheinlich erstmal auf Flugdino zu gehen. Oder wir gehen jetzt gleich auf einen krassen Dino Prime Rex oder sowas. Ich habe nämlich auch ein bisschen trainiert, ne, während ich jetzt hier alles umgestellt habe und rumprobiert habe. Habe ich ein kleines bisschen trainiert. So, wir ziehen auf jeden Fall den Tech-Torso noch an. Ey, wir haben eine komplette Tech-Rüstung, das ist super. Es gibt aber noch bessere Rüstung als das hier. Die ist noch deutlich seltener. Habe ich extra so eingestellt, dass sie seltener ist als das Tech-Zeug. So, Tech-Rifle machen wir mal hier hin. Wir haben sogar jetzt hier Eternal Prime. Ihr seht schon, ich habe sehr viel cooles Zeug reingeknallt in die Beacons, damit sich das übelst lohnt. Wir haben sogar Rack-Potion. Rack-Potion hau ich mal. Ach, shit, hauen wir mal erstmal hier rein, solange wir keine Darts haben. So gefällt mir das erstmal ganz gut. So, okay, und jetzt Element. Muss man ja alles noch reinknallen hier irgendwie. Also besonders wichtig in die Schuhe. Das Geile ist, jetzt kriegen wir keinen Fallschaden mehr. Jetzt kann ich rumblödeln, wie ich will. Ich krieg keinen Fallschaden mehr und das ist erstmal großartig. So, gut, Leute. Also, ich versuche jetzt... Oder wir nehmen noch ein, zwei Loot Crates mit, einfach weil wir es können. Wir sind jetzt richtig schnell unterwegs. Ich kann mich jetzt einfach auf den Boden hauen. Und ich krieg keinen Schaden mehr. Das sollten wir vielleicht nutzen. Jo, die haben wir entfernt. Achtung! Bam! Ne, ich krieg keinen Schaden mehr, das ist großartig. Das heißt, wir looten jetzt einfach nur ein paar Beacons, einfach wenn wir es können. Und im Anschluss gehen wir jetzt gleich auf Dinos. Ich überlege halt immer noch... Also, wie sich rausgestellt hat, ist wohl der krasseste Dino, den man am Anfang so tamen kann. Um auch noch mehr Dinos zu tamen. Ist ja ein Spieler gewesen. Hier war da eben noch ein Loot Crate, oder? Wir können ein paar Dinos killen hier, wegen XP. Das mache ich mal eben. So, ihr seht schon, Spielerschaden extrem erhöht, ne?
Aber vor allem gegen Dinos logischerweise, weil ich habe auch die Spielerresistenz extrem nach oben angepasst. So, gut Leute. Genau, also Poison Greif ist eigentlich das Geilste, was man am Anfang haben kann zum Tame. Ein Poison Greif, also ich rede von diesen neuen Greifen, die mit Ragnarok dazu gekommen sind. Ist ja noch irgendwo ein Loot Crate oder so, da vorne ist noch einer, aber das ist mir zu weit weg. Wir können jetzt nach Poison Greif gucken oder wir nehmen erstmal ein Püpte mit, dass wir einen haben. Ich glaube, ich mache erstmal das Startergebiet nochmal. Ah, ich bin unentschlossen. Ja, wir machen Startergebiet, ich versuche schnell einen Püpte zu tamen. Wem ist es geplant, dass ich aus einem grünen Drop... Ja! Ist geplant. Ich meine, das Format geht nur 2 Stunden. Hier soll halt nicht ewig rumgecraftet werden und soll hier einfach Spaß haben und krassen Scheiß bekommen und so. Das ist arg Ultra Arena, das heißt nicht ohne Grund so. So, ich muss es kurz überlegen. Wenn ich da vorne... Komm, wir fliegen einfach mal da vorne hin, wir finden schon irgendwas Cooles. Trotzdem hätte ich gerne eigentlich einen Flugdino, wenn ich ehrlich bin. Nice, gönn dir. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ein Poison-Greif wäre das Geilste, was wir bekommen könnten. Diese Ragnarok-Greifen. Also kein Argentavis, sondern diese Greifen, die diesen Sturzflug machen können und so weiter. Die übelst Torpor rausknallen, die Viecher. Wir könnten aber mit dem Compound-Bow vielleicht sogar schon... Das ist ein Spieler. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist schon wieder über alle Berge, glaube ich. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Da vorne ist noch ein Loot-Grade, den können wir noch mitnehmen. Probier es zumindest. Währenddessen gucken wir einfach weiter nach Dinos. Davon ist auch noch ein lila Biegen. Nehmen wir erstmal den mit. Und dann sagt auch einmal ins Finale ist, wobei er das vielleicht gar nicht mehr unbedingt machen muss. Wie gesagt, der Countdown, den André hat noch ein bisschen an der Mod gearbeitet und so. Das sollte eigentlich laufen. So, ich hoffe, das ist kein Loot Crate, wo ein Schrott drin ist, weil es gibt immer noch ein paar. Da ist gutes Zeug drin. Das ist so viel Zeug, ne? So, da vorne den wir dich auch noch mitnehmen. Aber wir haben jetzt so viel Zeug, wir sollten jetzt eher langsam mal gucken, dass wir auf Dinos gehen. Na komm, hoch mit dir. Und ich muss ehrlich sagen, die Kombination Tech-Rüstung und der Grappling-Hook und so, das macht übelst Gaudi zum Zocken, Leute. Also mir macht das übelst Spaß. So, okay, ja shit, da kommt erst eine Runde. Also ich würde vorschlagen... ich gucke jetzt mal schnell mein Zeug durch, ob ich noch irgendwas Sinnvolles dabei habe. Habe ich Darts mittlerweile gefunden? Leider immer noch nicht, schade. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wirklich straight forward auf Dinos. Also, und diese Poison-Greifen gibt es verschiedene Spawnpunkte. Einerseits gibt es die im Redwood-Gebiet. Das ist im Nordwesten, also in der Richtung. Da können wir eigentlich gerne jetzt gleich mal hinmachen. Das sind die ja nun mal sehr, sehr, sehr schwer auszumachen. So, aber wir können es trotzdem probieren. Ich nehme den Biegen trotzdem noch mit hier. So. Large XP Potion, den können wir uns auch für den Dino aufsparen. Den Rest muss ich gleich nochmal gucken. So, wir hatten gesagt, die Richtung hier, ne? Ich weiß nicht, das Redwood da vorne. Ich muss mal gucken. Also auf jeden Fall entweder da oder da irgendwie so. Wir fliegen einfach mal in die Richtung hier. Kommt, den nehmen wir auch noch mit hier. Also da sieht man jetzt auch mal, wie riesig diese Karte ist so, ne? Und wie gesagt, da gab es jetzt auch ein Update und so. Ein ziemlich großes Update, was die Karte angeht. Ich glaube, ich habe relativ gut gezielt, oder? Will ich mal meinen. Oh nein, der ist auch noch nicht unten, scheiße. So, okay, wir sind aber jetzt im Redwood. Compombo habe ich ausgerüstet. Ich weiß nicht, kann man denn diese Greifen bolern? Das habe ich jetzt leider nicht getestet, das weiß ich nicht. Und es ist natürlich jetzt nach so einem Viehsuchen, ist so jetzt natürlich deutlich härter, als wenn man auf einem Flugdino sitzt oder so. Deswegen hätte ich vielleicht doch gerne erstmal einen Püpte getamed davor. Aber vielleicht haben wir ja Glück und wir entdecken einen. Also wenn dann hier, in diesem Redwood-Gebiet, ich bin extra so ein bisschen rumgeflogen auf der Karte davor, habe mir alles so ein bisschen Ruhe angeschaut. Also nicht mit dem Dinosbahn hier, ne? Also wohl gemerkt, das habe ich resettet davor, das sollte klar sein. Ich habe einfach nur vor ein paar Tagen mich mal informiert und geschaut, wo ungefähr welche Dinos spawnen. Dass ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich irgendwas Spezielles suche oder so. So, und hier können auf jeden Fall Poison Greifen sein, aber die zu entdecken wird übelst hart. Also, wenn man sie einmal hat, ist okay, weil die sind ja grün, ne? Die fallen halt schon extrem auf und so. Ich brauche, glaube ich, echt einen Flugdino, weil es ist ansonsten nicht so cool. Können auch so durchfliegen. Was haben wir da? Das ist irgendwie, ich glaube, das war ein Allosaurus gewesen. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich auf Püpte noch schnell, Leute. Püpte?
Am besten einen Poison-Pipte besorgen, damit könnte man notfalls dann auch irgendwie einen Primrex tame oder so. Ich finde es jetzt sehr schwer hier, das abzusuchen, das Gebiet, wenn ich hier nur so rumfliege. Weil entweder ich bin zu schnell oder ich bin, oder ich bin zu langsam. Wir gucken mal hier vorne noch, weil da habe ich auch schon welche gesehen. Ich kann übrigens... Aufpassen. Ich kann übrigens mein Tech-Zeug nicht benutzen, während ich an der Crappin' Hook hänge, das so nebenbei. Das mal so als kleine Nebeninfo. Das sind da vorne. Ich glaube, das ist kein Püpte, das ist gar nichts. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt. Tabeyara ist das, genau. Ja, aber ich weiß halt leider nicht, ob die was taugen. Ey, yo, Leute, wir gehen jetzt auf Püpte. Ich gehe jetzt erstmal schnell auf Püpte und dann können wir ja immer noch versuchen, auf so einen Greif zu gehen oder so, würde ich vorschlagen. Okay, Püpte, müssen wir wieder zurück. Nehmen wir währenddessen noch ein paar Beacons mit. Wow, na. Ich habe jetzt keinen Bock, dumm zu sterben an dem... Hoch. Einfach nur hoch. Okay. Puh! Da war nämlich echt noch mehr dran gewesen, ne? Dieser doofe Vogel. So, der kommt erst noch runter. Ja, Leute, nee. Ich halte jetzt auch schon nach Püpte. Machen wir einfach so jetzt. Wenn wir einen Püpte haben, dann können wir damit dann versuchen, was Krasses zu tamen. Oder wir entdecken vielleicht noch irgendwie einen Poison-Greif oder so. Das ist dann erstmal der Plan. Poison Trike. So, Püpte sind ja eigentlich immer so ein bisschen am Strand und so weiter, ne? Also hier überall in dem ganzen Stadtgebiet sind immer relativ viele. lasst mal eben den Eternal pronto killen, weil dann kriegen wir nämlich gleich Prime Meat und davon ist noch Püpte dann. Ja, Prime Meat brauchen wir dann, um Prime Rex zu tamen. Ja, komm. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der Stack von Prime Meat. Der ist ausreichend, okay. Mehr brauchen wir nicht. Passt. So gut, und jetzt Püpte tame, Leute. Jetzt Püpte tame, davon ist einer. Ich hoffe, das ist kein Alpha. Wobei, selbst eine Alpha-Püpte könnten wir mitnehmen. Das ist, glaube ich, eine Alpha-Püpte. Okay, einfach ein gezielter Schuss mit dem Compound-Bow. Schade. Schade. Ja, ich muss weiter vorziehen, ich weiß. Irgendwann treffe ich Leute. Okay, ich probiere mal was. Yo, ich habe ihn erwischt, lol. Das müsste eigentlich ausreichen. Die knallen so viel Torpor rein, die Pfeile, im Compombo. Oder reicht das noch nicht aus? Los, fall runter. Aber bitte nicht ins Wasser jetzt. Nee, das ist nicht im Wasser. Nice. Da ist ein Krebs. Guck mal. So, einfach nur Prime Meat reinhauen. Wir können so... Ah, komm, wir haben ja Sedativ. Moment, Schnupp. Moment, Prime Meat. So, so. Düdüm. Okay, jetzt müssen wir dafür aber irgendwie noch einen Sattel machen. Okay, beruhige dich. Alles gut, alles gut, alles gut. Mach dich mal auf passiv. Und bitte landen. So, okay, Leute. Jetzt muss ich schauen, weil ich glaube, wir brauchen den Alpha-Pipte-Sattel dafür. Alpha. Genau, ich hoffe, der kostet nicht so viel. Dino-Herzen haben wir aber, glaube ich, da. Ja, wir brauchen nur noch Chitin. Chitin haben wir hier. Ja, das passt doch perfekt, Leute. Muss ja auch mal sein, ne? Okay, wir haben ja jetzt genug Chitin. Püpte Sattel. Welches Level ist denn der? Der ist übelst hoch, Leute. Wie viel Leben hat er? Nicht viel. Ja, es ist halt nur ein Alpha-Püpte. Fuck. Okay, alles klar. Ja, wir müssen unbedingt auf Poison gehen oder so. Ich habe den falschen Sattel gemacht. Moment. Alpha. Habe ich gelernt. Ah, wir müssen den in der Workbench machen. Alles klar, okay. Moment. Ich hoffe, die können wir herstellen, aber eigentlich ja. Ich habe leider noch kein Metall, glaube ich, ne? Weil ich würde halt gerne dann auch gleich einen besseren Sattel machen. Kann ich nicht platzieren? Jetzt geht's. So, gut, Leute. Sattel. Also, Dino-Herzen. Haben wir ja ein paar bekommen über die Beacons. Dann brauchen wir Fiber.
Dann brauchen wir Hide und Metal. Metall, okay. Metall. Und Hide. Ja, also es ist jetzt nicht optimale Lösung, aber wir haben jetzt erstmal was zum Fliegen und können damit jetzt nach weiteren Dinos suchen. Das ist erstmal okay. Das ist in Ordnung. Auch wenn Alpha Pip da echt kacke ist, ne, wenn ich mir so die Werte angucke. So, machen wir auf jeden Fall alles im Movement Speed, würde ich vorschlagen. Alles im Movement Speed. Dass das schön schnell ist. So, Sattel ist fertig, nehme alles wieder mit. Kann ich die aufheben? Ja, okay, sehr gut. Das ist spitze. Alles klar, Leute. So. Der ist aber. Okay, kann sein, dass ein Alpha Pip schneller ist als. Ist ein Prime Pip. Aber im Prime habe ich jetzt eigentlich auch kein Interesse, weil der ist hoch im Level. Ich, wenn dann Poison Pip, ne? Wenn, dann brauchen wir einen Poison Pip, den würde ich mitnehmen. Und der Nebel ist gerade auch ziemlich penetrant. So, aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir damit jetzt Redwood fliegen und jetzt nochmal nach einem Poison-Greif Ausschau halten. Ich gebe mir ungefähr noch 10 Minuten, um einen zu finden. Und wenn ich keinen finde bis dahin, dann versuche ich direkt auf Prime Rexer zu gehen. Vielleicht nehme ich noch ein, zwei Beacons mit. Den nehmen wir auch mit, den wir mal hier sind. Einfach, dass ich vielleicht noch ein paar mehr Pfeile für den Compound bekomme. Jo! Wie zum Beispiel hier, wunderbar. Nee, ich bin zu schwer. Wait. Und Fortitude auf jeden Fall hoch, nicht dass wir dumme Töpfchen. Alles klar, Leute. So, weiter geht's. Verdammt, ich habe vergessen, dass Prime Rex Feuer spucken können. Jo, so ist das. So, Leute, wir wollen in den Norden. Ah, Mann, wir haben übelst wie krasses Loot jetzt schon wieder bekommen. Da muss ich dann in Ruhe dann gleich nochmal gucken. Haben wir jetzt mittlerweile einen besseren Compound-Po? Wie viel hat der hier? 416, dann nehmen wir den hier. So. Und weiter rein wieder. 200. Damit können wir sogar einen Prime Rex tame. Das würde gehen. Denke ich. Das könnten wir damit sogar probieren. Wäre auf jeden Fall eine Variante. Also Prime Rex und so, spawnen dann vor allem so in der Mitte der Karte. Also weiß ich nicht, da wo es auch Element gibt und so weiter. Also von uns aus gesehen jetzt östlich. Ziemlich weit östlich. Wir können versuchen, den gelben Beacon noch mitzunehmen. Mal gucken, ob da jetzt Crab drin ist oder ob mittlerweile meine Einstellung auch bei den gelben Beacon. Nee, ich lass den. Wie viel Torpor hat eigentlich ein Dodorex? Das würde mich mal interessieren. Der hat schon übelst viel. Okay, da ballern wir drauf, Leute. Da schießt jemand drauf.